Hallo und willkommen zu meinem Video über das CFD und Forex Trading bei 24 Option. Das ist ein neues Feature von denen. Mein Name ist Benjamin Hübner und ich handle jetzt seit circa 8 Jahren, 5 bis 6 Jahre davon bei 24 Option. In diesem Video gehe ich kurz auf die Unterschiede zwischen binären Optionen und Forex oder CFD Trading ein. Ich gehe auf die Begriffe, die auftauchen, ein: Stop Loss, Take Profit, Pip. Ich zeige die Funktionsweise von 24 Option, gehe auf das Money- und Risikomanagement ein. Das ist ein bisschen anders als beim binären Optionstrading. Und schließlich stelle ich meine Handelsstrategie für CFD und Forex Trading vor. Mehr zu 24 Option, meine Erfahrung mit dem Broker, findet man hier, wenn man hier draufklickt oder in meinem YouTube-Kanal. So, erstmal die grundlegenden Unterschiede zu binären Optionen und Forex. Binäre Optionen haben feste Auslaufzeiten. Ich muss vorher wissen, wann der Kurs zu einer speziellen Zeit steht. Bei Forex ist die vollkommen variabel. Ich kann heute einen Trade eingehen und der kann eine Woche laufen oder ich kann den 2 Minuten später wieder beenden. Der Gewinn und auch der Verlust ist bei binären Optionen vorher komplett festgelegt. Auch das ist erstmal variabel bei Forex und CFD. Beim binären Optionshandel ist lediglich die Richtung der Preisbewegung entscheidend, nicht die Stärke. Beim Forex ist es die Stärke und die Richtung, die wichtig ist. Und schließlich kann man beim Forex und CFD seinen maximalen Verlust und Gewinn kann festgelegt werden mit Hilfe von 2 Faktoren. Das Gewinn-Risiko-Verhältnis kann bei Forex sehr viel besser sein als bei binären Optionen. Bei binären Optionen haben wir für gewöhnlich 1 zu 0,8. Das heißt, ich riskiere 100 Euro und habe die Chance, 80 oder 89 zu gewinnen. Bei Forex kann das durchaus 1 zu 2, 1 zu 5 sein. Also ich riskiere 100 Euro und habe die Chance, 500 zu gewinnen. Kommen wir nun zu den Begriffen im Forex und CFD, die jetzt bei 24 Option neu auftauchen. Gibt noch ein paar mehr sonst. Das ist einmal der Stop-Loss. Das ist ein festgelegtes Preislevel, bei dem der Trade im Verlust beendet wird. Das wird zum Risikomanagement genutzt. Das ist wichtig. Bei anderen Brokern, nicht bei 24 Option, aber bei anderen Brokern, kann der Verlust ohne dieses Level, wenn man das nicht eingibt, durchaus das übertreffen, was man auf dem Konto hat. Da muss man aufpassen. Der Take Profit ist auch ein Preislevel, der aber im Gewinn liegt, bei dem gleichfalls der Trade beendet wird. Das ist also der Preislevel, wo ich aussteige und meinen Gewinn mitnehme. Und schließlich ein Pip, beziehungsweise Pip, das ist die kleinste Preisbewegung, beziehungsweise das ist nicht mehr ganz aktuell. Das war früher die 4. Stelle hinterm Komma, beziehungsweise die 5. Stelle nach der 1. Allerdings gibt es mittlerweile Broker, die 5 Stellen hinter dem Komma anbieten als Werte. Das heißt Zehntel Pips. Dadurch ist es ein bisschen verwaschen mittlerweile. Bei den allermeisten Paaren ist es die 4. Stelle. Bei Paaren mit japanischen Yen ist es die 2. Stelle hinter dem Komma. Kommen wir nun zum Risikomanagement. Der maximale Verlust wird definiert durch den Stop-Loss bzw. durch den Stop-Loss in Verbindung mit der Positionsgröße. Die Positionsgröße definiert den Gewinn bzw. Verlust pro Pip. Der Stop-Loss definiert, wie viele Pips maximal verloren werden können. Der Take-Profit definiert, wie viele Pips maximal gewonnen werden können. Wichtig ist, dass alles zusammen zur Strategie passt. Wenn der Stop-Loss zu weit entfernt liegt vom Einstiegspunkt, dann ist der Verlust zu hoch, dann passt nicht. Wenn der Take-Profit zu weit vom Einstiegspunkt entfernt ist, dann wird er vielleicht gerade so nicht erreicht. Und man verliert den Trade, obwohl man fast gewonnen hätte. Da muss man ein bisschen gucken, wie das am besten zusammenpasst, beziehungsweise dafür braucht man eine Regel. Wie gesagt, es muss alles zur Strategie zusammenpassen. Auch wichtig zu beachten ist, dass Stop-Loss und Take-Profit sich, also der optimale Stop-Loss und Take-Profit, sich mit der Änderung des Zeitrahmens auch ändern. Wenn ich einen größeren Zeitrahmen im Chart wähle für meine Strategie, dann sollte der Abstand zum Einstiegspunkt von den beiden auch größer sein. So, dann schauen wir uns jetzt einfach mal das Ganze praktisch. So, wir haben hier die CFD Trading Plattform von 24 Option. Die reicht man, nachdem man sich eingeloggt hat, indem man auf CFD klickt. Hier sind eigentlich noch mehr Werte. Das habe ich nur umgestellt auf meine Lieblingswerte. Dann haben wir hier Kaufen und Verkaufen und hier Trade und auch Auftrag. Das sind andere Unterschiede, die ich vergessen habe vorhin. Da komme ich gleich nochmal zu. Auch hier haben wir die Charts, wenn wir wollen. Wenn ich hier klicke, gehen Charts auf von 24 Option. Ich persönlich bevorzuge den MetaTrader. Muss ich mal kurz schauen. Ich habe jetzt Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar. Also Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar und British Pfund, Euro, glaube ich. Euro, British Pfund, ja. So, ich habe mir die 3 jetzt hier reingezogen und hier vorgezogen. In meiner Strategie
Also generell bei allen Strategien für Forex und CFD brauchen wir jetzt mehr als bei binären Optionen. Nämlich brauchen wir auch noch eine Regel, wo wir den Stop-Loss und wo wir den Take-Profit setzen. Und da eignet sich meiner Meinung nach der Fibonacci perfekt. Der kann uns nämlich alles bieten, was wir brauchen. Also wir gehen hier von einem Abwärtstrend aus. Wenn ich hier ein bisschen hochgehe, haben wir schon eine ganze Weile Abwärtstrend. Dann ziehe ich den Fibonacci über die letzte Abwärtsbewegung. Nehmen wir die hier. Fibonacci ist es nun so, dass der Preis wahrscheinlich bei der 61, 50 oder 38 eine Wende in Trendrichtung nimmt. Das heißt, all diese drei Level hier, die eignen sich als Einstiegspunkt, die ganzen gelben. Wenn er allzu sehr über die 61 drüber geht, Gegentrendrichtung, also sagen wir bis hierhin oder sowas, dann ist das ein Zeichen, dass der Trend sein Ende gefunden hat. Ich persönlich setze meine Einstiegslevel meistens bei 38 und bei 50. Da wir jetzt schon ein gutes Stück drüber sind, kann man das eigentlich jetzt direkt übernehmen. Wir sind im British Pfund US-Dollar. Hier British Pfund US-Dollar sind wir auch. Hier findet man das CFD-Trading, wie schon gesagt. Ich will verkaufen. Ich gehe vom Abwärtstrend aus. Dann muss ich hier einen Betrag angeben. Ich gebe mal 100 ein. Bei 100 Euro ist jeder Pip 3,03 Euro wert. Dann klicke ich auf Trade eröffnen. Jetzt habe ich hier mein Stop-Loss-Level, mein Take-Profit-Level und wenn ich hier drauf klicke, kann ich ihn direkt beenden, den Trade. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich das Level angeben. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich das Level angeben. Schauen wir mal kurz in den Chart rein. Sagen wir mal, wir sind jetzt bei der 50, also hier sogar eingestiegen. Dann würde ich sagen, jetzt wir so leicht über der 61 den Stop-Loss. Dann haben wir 1,3186, 1,3 bin ich schon oben drüber. Gut, das ist auch in Ordnung. Ich könnte hier jetzt noch ein bisschen runtergehen. Irgendwo ist dann ein Punkt, wo ich nicht weiter runtergehen darf. Das geht noch. 24 Optionen und auch andere Broker haben dann Mindestabstand, sage ich mal. Damit haben wir unseren Stop-Loss definiert. Für den Take-Profit machen wir jetzt Folgendes. Wir ziehen unseren Anfangspunkt zum Ende. Und das hier, ja, zu 61 in dem Fall, davon gehen wir ja aus, dass das der Faktor ist, bei dem wo der Preis sich dreht. Und dann wäre ein möglicher Take-Profit die 161. Auch immer ein möglicher ist die 100. Und ein bisschen riskanter wäre die 261 zum Beispiel. Das sind drei mögliche Take-Profit. Was ich persönlich ganz gern mache, ist, dass ich mehr als einen Trade aufsetze. Wir haben jetzt hier fast unseren Stop-Loss erreicht. Mal sehen. Nee. Ist noch ein bisschen hin. Jedenfalls nutze ich so den Fibonacci, um mir alle drei Level zu definieren. Einmal hier oben den Stop-Loss und entweder bei 100 oder bei 161 den Take-Profit. Ich gehe, wie gesagt, ganz gern zwei Trades ein. 1 bis 100 oder ein bisschen drunter und 1 bis 161. Mit dem ersten Trade, wenn der auf 100 kommt, dann habe ich meistens schon den Gewinn, um den zweiten Trade, wenn er verloren geht, wenigstens auf 0 zu haben. So, wir hätten jetzt bei der 161 einen Kurs von 1,31. Ach, ich mache es mir aber auch echt umständlich, sehe ich, merke ich gerade so. So, Take Profit wäre 1,315. 1,3, ja, der ist auch ein bisschen drunter hier sogar. Dann ist der so im Grunde schon fast ganz gut eingestellt, der Trade. Und jetzt lasse ich im Grunde einfach laufen. Jetzt kann ich was anderes machen und warte und hoffe, dass dieses Level erreicht wird. Schauen wir uns im Schnellverfahren nochmal ein, zwei Beispiele an. Wenn ich hier zum Beispiel die Bewegung untersuche, dann habe ich etwa hier meinen Einstiegspunkt bei der 50. Wenn ich dann das Ganze hier drüber zeichne, dann habe ich die 61 direkt erreicht, die 261 auch kein Problem. Und mit etwas Geduld hat er dann auch die 423 erreicht. So, dann ziehen wir das hier drüber, über die Bewegung. Da ist er hier fast bis zu 38 gekommen. Dann hier drüber. Da ist auch, der war ein gutes Stück über die 161, aber hier bewegt er sich alles drumherum. Also man sieht, wenn man sich den Chart mal so ein bisschen anguckt, dass das ein recht zuverlässiges Instrument ist.
hier drüber gezogen. Gut, wir sind hier eigentlich im Seitwärtstrend, da ist das, oder eine Seitwärtsbewegung, da ist das eine schlechte Wahl. Hier die Bewegung, hier bis zur 61, eigentlich bis zur 50. Dann gucken wir uns die Bewegung an. Zack. Steckt sich zwar auch stark über die 161 drüber, aber geht auch wieder zurück. Also wie man sieht, man ist mit der 161 ziemlich gut bedient, die wird fast immer erreicht. Auch gerne mal die 261. Und als Einstiegslevel eignet sich 50, 61 und 38 am besten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer mehr über das Trading erfahren will, der kann hier unten meinen Kanal abonnieren. Oder kann meine Webseite besuchen und sich zu meinem Newsletter eintragen und dort auch mehr darüber erfahren.